Der Park unter dem Balkon badete im Licht des Sommers. Jedes Mal war ich aufs Neue davon angetan, wenn ich den Hof von der Straße her überquert hatte und die Treppenabsätze hinauf in den obersten Stock geschafft waren. Hektik und Gedränge des Alltags waren wie weggewischt. Eine andere Welt hieß mich willkommen. Insbesondere, wenn Frido zu Hause war. Der Junge duftete immer noch nach seinem morgendlichen Bad und grinste mich an, süß wie eine Reklame für Babyshampoo. Mit dem anderthalbjährigen auf dem Arm stand ich zwischen den Pflanzen auf dem Balkon wie in einer Oase hoch über den Bäumen. Das kleine Kraftpaket versuchte immer wieder, sich meinen Händen zu entziehen, um über die Balustrade zu klettern, die Welt da unten zu entdecken. Er war enttäuscht und ningelte, weil ich ihn festhielt, während mir nicht nur wegen der sommerlichen Wärme der Schweiß ausbrach. Lieber zog ich mir den kindlichen Zorn zu, als das gewindelte Würstchen irgendeiner Gefahr auszusetzen. Vorsichtig spähten wir gemeinsam über die Blumenkästen, deren Duft wie ein unsichtbarer Schleier vor uns schwebte. Fridos Hand schnellte vor. Koi, koi, koi. Im Schatten der Bäume ging eine junge Frau mit ihrem schwarz-weißen Setter spazieren. Hallo, Frido! Rief sie herauf und der große Hund wedelte aufgeregt mit der Rute. Diese Gegend hatte Kiez-Atmosphäre. Man kannte sich eben. Koi, koi, koi. Das ist das Dilemma. Fridos Mutter war hinter uns aufgetaucht und deutete ins Zimmer, wo auf dem massiven Esstisch der Kaffee dampfte. Er will partout nicht anfangen zu sprechen. Was? Ich wirbelte den Kleinen durch die Luft, um ihn auf seinem Kinderstuhl einfliegen zu lassen. Und das lässt du auf dir sitzen? Fragte ich ganz dicht an seinem Ohr. Er lachte, kehlig und rau, und griff sich erstaunlich kräftig in meinen Kinnbart. Tapfer biss ich die Zähne zusammen, während er daran zog. Zum Glück wurde seine Aufmerksamkeit schnell von etwas anderem gefesselt. Mit seinem kurzen, biegsamen Zeigefinger stocherte er in Richtung Keksbüchse, die verführerisch auf dem Tisch stand. Koi, koi, koi. Ist doch alles klar, beruhigte ich Miriam. Er möchte einen Keks. Das Problem ist, dass du ihn nicht verstehst. Sie wirkte nicht glücklich, während sie Kaffee eingoss. Weder über meinen versuchten Scherz noch über die Tatsache, die er betraf. Ich beschloss, das Thema zunächst nicht weiter zu verfolgen, hielt mir den schweren Kaffeehumpen vors Gesicht und sog tief das Aroma in mich auf. Meine Gedanken tanzten kurz davon auf den Sonnenstrahlen, die schräg durch die Fenster fielen. Wie von allein entspann sich das Gespräch über die Kleinigkeiten und Wichtigkeiten, die sich seit unserem letzten Treffen ereignet hatten. Wir sahen uns nicht allzu oft, weshalb uns kaum einmal das Gesprächsthema ausging. Der Kleine beteiligte sich lauthals mit seinen Dreiersequenzen und freute sich ungemein, wenn wir richtig errieten, was er gerade meinte mit seinem Goi, Goi, Goi. Ganz klar lag die Trefferquote bei seiner Mutter höher, doch er bestand jedes Mal darauf, dass zuerst ich antwortete. Als die Kekse nahezu alle zerbröselt auf der dunklen Tischplatte vor dem Kindersitz verteilt waren, verlangte es den Junior nach seinem Buch mit den Tieren. Auf meinem Schoß sitzend sah er es sich mit mir an, tippte einer nach dem anderen auf die Waldbewohner und nannte die Namen. Goi, goi, goi. Schließlich hielt es ihn nicht mehr und er fing an, seine Runden und Bahnen durch die abenteuerliche Weitläufigkeit des Wohnzimmers zu ziehen. Ich hörte sein Getrappel und Gejohle hinter mir, während Miriam ihn im Auge behielt und gelegentlich ermahnte, wenn er es zu doll trieb. In kleinen Schlucken trank ich meinen Kaffee, der inzwischen lauwarm war und bitter. Am Nebenstuhl tauchte Frido auf und steckte den Kopf durch die Lücke zwischen Rückenlehne und Sitzpolster. Seine fleischigen Händchen klammerten sich an den Streben fest. Mit schräg gelegtem Kopf blinzelte er mich an und sagte: Kuckuck. Ich sah ihn fragend an und sah fragend zu Miriam hinüber, wie sie vor den Sonnenstrahlen saß, die durch ihre Haare flimmerten. Ich denke, er spricht nicht. Das hat er bisher auch nicht. Ihr Blick wanderte zwischen ihrem Sohn und mir hin und her. Dieses Kuckuck war sein erstes Wort? Frido und ich sahen uns an. Mit blitzenden kleinen Babyzähnchen grinste er zu mir herauf. Dann waren wir alle drei für einen Moment ganz still. Als wollten wir diesen Moment für immer in unserer Erinnerung festhalten. Bei mir ist es zumindest so. Der kleine Kerl hatte sein erstes Wort nicht nur einfach in meiner Gegenwart gesprochen, er hatte es zu mir gesagt. Ein ganz einfaches...
Christian Scheinhardt, meine Damen und Herren.